In der jüdischen Religion ist Gedenken ein zentraler Wert. Gedenken und Erinnern schafft einen Raum, in dem wir uns einordnen und bewegen können. Der noch junge internationale Holocaust-Gedenktag gibt uns Gelegenheit, unsere Geschichte zu reflektieren. Ich bedanke mich bei der Evangelischen Lutheranische Kirchbezirk Chemnitz für die Ausstellung Vergesse es nie mit Bilderfolgen von Lea Grundig. Damit hat der Kirchbezirk eine Zeitzeugin eingeladen, die mit ihren Bildern zu uns spricht. Die Bilder Lea Grundigs nehmen uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Sie erinnern an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Die Evangelische Kirche Deutschlands hat nach dem Krieg ein Schuldbekenntnis formuliert. Darin heißt es, wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Diese Ausstellung mahnt uns daran, nicht locker zu lassen, für Menschlichkeit sich einzusetzen, für Nächstenliebe stark zu sein, die verfolgt werden, ja, zu unterstützen. Sie mahnt, sich einzusetzen für eine menschliche Gesellschaft. Es ist gut, innezuhalten, und es ist gut, die Gedanken in die Vergangenheit schweifen zu lassen, um dafür Ideen und Mut zu bekommen, die Zukunft zu gestalten.